Hallo und willkommen zu unserem Blog Zusammen sind wir mehr. Heute ist der 3. Februar, der Gedenktag des heiligen Blasius. Der heilige Blasius gilt als der Schutzpatron vor Halskrankheiten. Im Normalfall geht man in die Kirche und der Priester oder Zelebrant hat gekreuzte Kerzen, kommt einem sehr nahe und spricht einen Segen. Ja, in Corona-Zeiten ist das natürlich nur schwierig möglich und nicht jeder möchte auch den Sicherheitsabstand von 1,50 Meter unterschreiten, was ja sehr verständlich ist. Aber müssen diese Menschen jetzt befürchten, Halskrankheiten zu bekommen? Natürlich nicht. Dieser Segen heißt doch nur, dass uns zugesagt wird, dass Gott immer bei uns ist. Natürlich können wir auch Halskrankheiten bekommen, trotz dieses Segens. Aber auch dann ist Gott immer bei uns da. Das ist die Zusage. Gott möchte, dass es uns gut geht. Diese Zusage erhalten wir, wenn wir gesegnet werden. Das war schon im Alten Testament so. Schon in der Schöpfungsgeschichte segnet Gott die Tiere, die er geschaffen hat, und natürlich auch den Menschen. Und dieser Segen gilt bis heute. Nur wir, ja, wir brauchen öfter mal eine Versicherung, dass dieser Segen auch heute noch gilt. Und darum gibt es diese vielen unterschiedlichen Segnungshandlungen. Die sind nur für uns Menschen da, nicht für Gott. Weil wir eben manchmal dann doch etwas misstrauisch werden. Und da tut es uns gut, wenn wir einen Segen bekommen. Ja, und so kann ich Ihnen sagen, seien Sie gesegnet auf die Fürsprache des heiligen Blasius. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.